So, dann müssen wir die Aufgabe eines Novizen machen, eines Schülers. Das heißt, wir müssen flauschen gehen, okay. Also, wir haben hier mehrere Aufgaben, die wir machen müssen. Was schreit denn das so rum? Ach, da. Jetzt überlege ich gerade. Soll ich die vielleicht noch befreien? Wie seltsam. Braucht ihr etwas? Also mit dem Schwert habe ich immer so meine kleinen Problemchen. Ah, du Drecksau! Also, du willst auch sterben? Okay, dann komm her! Komm her! Hopp. Komm her! Komm her! Komm her! Weil irgendwie klappt der Konter noch nicht. Vielleicht habe ich den auch gar nicht gelernt. Das kann natürlich auch sein. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Ja, bitte, bitte. Und jetzt muss ich mich verpissen hier. War schnell. Bitte. Dann würde ich nur selbst was Furchtbares tun. Bevor mich hier noch jemand erwischt dabei. Zeigt euch! Sonst kriege ich vielleicht noch Ärger. Das können wir jetzt gar nicht gebrauchen, weil wir unsere Aufgabe hier erfüllen müssen. Wir haben ja noch einen Attentat vor. Ja. Warte mal. Okay, schauen wir uns die Karte kurz mal an. Also, Befragung? Partisanen? Taschendiebstahl. Also dann markieren wir erstmal das und dann gehen wir erstmal dahin. 65 Meter entfernt. Wir können ja alles markieren, das ist ja kein Problem. Und das Schöne ist, wir machen das ja alles über die Dächer. Das heißt, hier oben haben wir unsere Ruhe. Kennt diesen Mann besser als ich. Tretet näher. Höre, was ich zu berichten habe von einem Händlerprinz ohne Gleichen. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stellen. Also gab Tamir den Männern seine Verpflegung. Und als der Kampf vorüber war, ließ der Sarazenenführer ihn tausendfach entlohnen. Niemand kennt diesen Mann besser als ich. Tretet näher. Höret, was ich zu berichten habe von einem Händlerprinz ohne Gleichen. Also zog Tamir ab, ritt gen Norden und sorgte sich, was aus seinen Vorräten. Okay, wir müssen ihm zuhören. Denn schon bald drohten sie. Was ist das Schmart? Das hätte das Ende dieser Geschichte und dieses armen Mannes bedeutet. Aber das Schicksal hatte andere Pläne. Mancher sagt, ohne Tamir hätten sich Salah al-Dins Männer sicher gegen ihren Führer gewendet. Vielleicht haben wir diese Schlacht nur wegen diesem Mann gewonnen. Also wir müssen den jetzt folgen. Unauffällig. Ein bisschen Abstand halten. Ja, liebe Leute, ich kann euch nur eins sagen. Das, was sau interessant ist, ist nämlich, dass es ein Buch von Assassin's Creed gibt. Boah, fuck, das sieht nicht.
ein dummer Tropfen. Verdammt. Boah, ist der gut. Scheiße. Verdammt! Ihr scheint einiges über Tamir zu wissen. Sagt mir, was er vorhat. Ich kenne nur das, was ich erzähle. Sonst nichts. Wie schade. Es gibt keinen Grund, euer Leben zu schonen, wenn ihr nichts anzubieten habt. Wartet, wartet! Es gibt da etwas! Fahrt fort. Er ist neuerdings sehr beschäftigt. Er überwacht die Herstellung vieler, vieler Waffen. Und weiter? Sie sind für Salah al-Din bestimmt. Das hilft mir nicht. Das heißt, es hilft euch auch nicht. Nein, hört zu! Nicht Salah al-Din. Sie sind für jemand anderen. Die Wappen auf diesen Waffen, sie sind anders, unbekannt. Tamir unterstützt einen anderen, aber ich weiß nicht wen. Ist das alles? Ja, ja. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Dann ist es Zeit für euch zu schlafen. Radikal. Aber soll ich jetzt euch mal was verraten? Das Witzige hier an der Geschichte ist ja, das habe ich vergessen zu sagen, ich lese zurzeit das Buch Assassin's Creed auch. Und da wird das Ganze auch beschrieben, wie was funktioniert und so. Das ist sehr interessant, wenn man dann das Spiel spielt und dann das ganze Spiel, das ist echt interessant. Ich schau grad mal, ob ich... Ich glaube, ich mach das über die Dächer, weil hier komme ich nicht vorbei. Klar, ich könnte jetzt die befreien, bla bla, könnte noch mehr auf mich hetzen. Aber ehrlich gesagt, wollen wir das nicht im Moment. Ich bräuchte eher, mein Dolch, weil damit kann man die Condors besser machen. Ah, da ist jemand. Friede sei mit euch, Altair. Mich dünkt, ihr seid auf der Suche nach Informationen, die euch gegen Tamir helfen werden. Ich kann euch nicht helfen, aber Bayir vielleicht. Er sollte nicht weit von hier sein. Okay, das heißt, ich muss laufen. Oh je. Ja. Das heißt, wir müssen unsere Füße in... Also in die Beine in die Hand nehmen und mal schneller laufen. Ah, das dürfte ja kein Problem sein. Über die Dächer ist das ja kein Problem. Da hält mich ja nichts auf oder so. So. Wir hätten noch eine Minute Zeit. Also wir können uns sogar noch ein bisschen Zeit lassen, aber für was? So. Oh, man hat euch entsandt, wie? Eine interessante Wahl, aber nicht meine Entscheidung. Der Rafik bat mich, den Zug zu überwachen, den Tamir sein eigen nennt. Und ich fand Folgendes heraus. Es gibt eine Gruppe Unruhestifter, die sich am südöstlichen Ausgang herumtreibt. Sie sind mit den Wachen verfeindet. Verdient euch ihre Freundschaft und sie werden euch sicherlich helfen. Okay. Danke für die Hilfe. Da oben ist noch ein Aussichtspunkt. Den nehmen wir am besten auch gleich mit. Weil was wir schon mal haben, haben wir. Das ist schon mal gut. Nehmen wir den auch gleich mit. Da haben wir noch ein bisschen mehr Übersicht von dem ganzen Gebiet hier. Aber darauf zurückzukommen, ja, ich lese gerade das Buch Assassin's Creed und es ist auch interessant, die ganze Story mal zu lesen. Da wird zwar bis jetzt noch nichts von Desmond erzählt. Ah, schöne Aussicht wieder. Aber es ist trotzdem sehr, sehr interessant, weil das alles gut beschrieben wird. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich, das Buch auch mal anzugucken. Aber es lohnt sich auf jeden Fall mal zu lesen, weil man dann noch so ein paar Hinterinformationen so rausfindet oder erklärt bekommt. Sehr interessant. Warum Altair zum Beispiel so geworden ist und... dass er ein Waisenkind ist und noch andere schöne Geschichten. Was erklärt eigentlich, warum er vorher so hochmütig war?
So, shit. Sorry. Es war keine Absicht, tut mir leid. So. Ich glaube, die müssen wir belauschen. Zuhören. Ich sage euch, es sind Ratten. Nein, Kinder. Ich höre sie lachen. Ratten oder Kinder, beides ist schlecht für das Geschäft. All der Lärm. Jemand muss auf die Balken klettern und sie verjagen. Ich frage mich, wie sie dort aufkamen. Wohl durch den zentralen Innenhof. Dann sollten wir die Wache bitten, nachzusehen. Die sind zu sehr damit beschäftigt, den Hintern ihres Meisters zu wischen. Okay. Jetzt haben wir noch eine Sache, die wir rauskriegen können. Das ist hier Taschendiebstahl. Dann machen wir das auch noch. Wir könnten eigentlich jetzt schon hin, ne? Aber wir haben noch eine Aufgabe. Und die können wir gleich miterledigen. Wir hätten, glaube ich, schon genug Informationen, aber... egal, machen wir die auch noch. Was steht ihr da herum? Ja, ist ja gut, ganz, ganz wieder Ruhe. Wir sind doch schon weg. So. Alles sieht schon geil aus, das Spiel, definitiv. So. Wir dürfen jetzt auf jeden Fall keine Aufmerksamkeit erregen. Kommen wir immer näher hin. So, hier können wir ein bisschen schneller laufen. Ist kein Problem. Hey, euch kenne ich doch. Ah, warte, du kennst mich überhaupt nicht. So. Wer ist der jetzt? Hä? Ist er da? Der hier. Der da ist es. Hast du verstanden? Ja. Ich überbringe diesen Brief eurem Freund, dem Händler. Du weißt, an wen du dich wendest? An denselben Mann wie immer. Und wage es nicht, mein Ansehen in der Stadt zu beschmutzen. Wir haben viele Augen, viele Ohren. Und viele Waffen, ja. Genug, um die Redseligen zum Schweigen zu bringen. Ich weiß das zu gut. Ihr habt mein Wort. Gut, dann Beeilung. Die Zeit ist knapp. Okay, wir müssen dem praktisch jetzt einen Brief klauen. Na, dürfte nicht allzu schwer werden. Ja, beweg dich halt mal. Komm. Sorry, war keine Absicht. Vergesst es immer wieder, dass wenn ich ein bisschen zu schnell laufe. So, dann haben wir alles zusammen. Dann würde ich sagen, können wir unser erstes Attentat starten, sobald wir... was sind das? Achso, das sind die Mönche, okay. Jo, dann klettern wir mal wieder hoch, wenn wir können. Hier können wir's. Boah, fuck. Hier. So, weil wir müssen ja natürlich wieder hoch, das Ganze, ja. Was macht der da? So, ich glaube hier haben wir... ja, das können wir auch gleich mitnehmen. Gerade mal so schlecht. Ah, verdammt. Dann nehmen wir das Ding auch gleich mit, also den Turm, weil umso mehr wir haben, umso besser. Dann nehmen wir den Turm nämlich auch gleich mit. Sie bis zum Tode zu verteidigen. Die Kreuzfahrer müssen besiegt werden. Ja, man hört schon, es ist eine sehr beliebte Stadt, also es wird viel hier geredet und so weiter, ganz klar. So. Ich hoffe, wir sind hier richtig, dass das Ding. Jo. So. Können wir synchronisieren? Wunderbar.
Haben wir noch einen Turm hier freigeschalten, aber das ist einfach nur geil, wenn man so rüber guckt oder so, wie geil das aussieht. Echt genial. Ist nur die Frage, springen wir hier runter oder... klettern wir runter? Ne, wir springen runter. Der tote Sprung, yeah. Und wappnet euch gegen eure Feinde. Was denkt dieser Mann sich nur? Ja, da kommt man nicht hoch, oder was? Doch. Jetzt kommen wir hoch. Wunderbar. Gepriesen sei Salat Aldin. Jawohl, wunderbar, super. Freut mich für dich. So, jetzt gibt's aber so kleine Hinterinformationen, wenn ihr das wollt. Weil ich ja das Buch gelesen habe, weiß ich zum Beispiel, dass das Salah Adin der Mörder ist von Alter Ir, seinem Vater. Deswegen ist er Weiße. Und als Kind ist seine Mutter gestorben. Ich glaube, da war er 9 oder so, wenn ich es richtig gelesen habe. Und also eine sehr traurige Geschichte eigentlich. Aber sein Vater war auch Assassine. Also so wie Alter Ir ist. Er war ein Meister. Aber das wird alles im Buch beschrieben und das ist sehr interessant eigentlich. Also ich kann es jedem empfehlen, das Buch mal zu lesen, der das Spiel auch mag, weil da gibt es noch einen Haufen Hinterinformationen. Also gibt es noch ein paar Informationen mehr über die ganze Geschichte mit Alter Ir und Assassin's Creed. Also sehr interessant, Leute. Ich kann es wirklich jedem empfehlen. Ich lese es, wie gesagt, gerade und spiele nebenbei. Also ich finde es richtig klasse. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Alter Ir, willkommen, willkommen. Ich habe getan, was ihr wolltet. Nun gebt mir die Feder. Immer der Reihe nach. Sag mir erst, was ihr wisst. Tamir kontrolliert den Suk al-Silah. Er verdient sein Geld durch den Verkauf von Waffen und Rüstungen und wird dabei von vielen unterstützt. Schmieden, Händlern, Geldwechslern. Er ist der größte Kriegsgewinnler im Land. Ihr habt einen Weg gefunden, uns von der Plage zu befreien? Im Suk al-Silah wird ein Treffen stattfinden, um einen wichtigen Handel zu besprechen. Es soll das größte Geschäft sein, das Tamir jemals gemacht hat. Er wird also abgelenkt sein und dann schlage ich zu. Euer Plan scheint mir solide. Ich erlaube euch zu gehen. Lasst Al-Mualems Willen geschehen. Ihr könnt ausruhen, bis ihr bereit seid. Okay. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Jetzt wird es auf Deutsch gesagt vorgespult, bis wir auf Deutsch gesagt, wir haben uns jetzt vorbereitet auf das Attentat und jetzt können wir es durchführen. So, lasst uns mal loslegen und den ersten auf der Liste von seinen Schulden befreien, nenne ich das jetzt mal. So. Noch eine Geschichte zu dem Buch, was ich vergessen habe zu sagen. Wenn ihr ja das Spiel, also wenn ihr jetzt zum Beispiel bei mir das Spiel jetzt anguckt und wollt euch nicht so unbedingt jetzt stören lassen, so was in der Geschichte so alles vorkommt und so, dann würde ich das auf jeden Fall nicht angucken und würde vorher das Buch lesen, falls ihr das so wollt. Oder ihr seht das Spiel auf einmal und sagt, ey Mensch, ich will das auch mal spielen und ja. Dann würde ich auf jeden Fall erstmal das, mir das nicht versauen und das Buch lesen. Weil in dem Buch wird wirklich alles gezeigt und das der Großteil von dem Spiel ist da drin halt auch. Da ist die Spannung irgendwie ein bisschen weg. Aber wie gesagt, ich habe das Spiel durchgespielt. Ich habe jetzt, ich lese jetzt gerade das Buch, aber es ist trotzdem interessant. Aber wie gesagt, man müsste ja selber wissen. So, wieder zurück zum Spiel. Ja. Wir wollen jetzt unser Attentat durchführen. Und der erstes, also den ersten von der Liste tilgen.
Ihr werdet nirgendwo. Upsala. Ein bisschen Geld. Da wird aufgepasst. Eine milde Gabe. Bitte nur ein paar Gold. Stirb, Ungläubiger. Ah, Scheiße. Ah, Mist. Kommt nicht mehr. Du gehörst mir. Nein. Nein, Junge. Ja, ist ja gut, ey. Lass mich in Ruhe machen. Ich entkomme dir auf jeden Fall. Ich überlege noch gerade, wie ich dich loskrieg. Verdammt. Nein! Ach Menno, komm, lass mich in Ruhe. Klar werde ich entkommen. Ach komm, ey, jetzt gehen sie alle auf mich los, oder was? Er greift mich an. Warte mal. Nein. Fuck, 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 fuck. Haut ab von mir. Haut ab von mir. Lasst mich in Ruhe. Ich hab doch euch gar nichts getan, Mann. Wow. Scheiße, 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 scheiße. Da. So, ich glaube, die finden uns jetzt nicht mehr. Okay, ich bin wieder anonym. Gott sei Dank, ey. So, dann laufen wir mal jetzt zu dem Attentat vor. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, ey. So, ein Mist. Okay, dann mal los. So, wir müssen natürlich hier... Boah, bisschen aufpassen. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal mal einen Dolch kriege. Ihr wisst wohl ganz genau, was ihr wünscht. Ein angenehmer Kunde. Wo ist das nochmal? Verdammt. Ich glaube, da drin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich habe es schon ewig lange nicht mehr gespielt. Ich bin arm und krank und hungrig. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Oh, ich kann dich jetzt nicht gebrauchen. Bitte. Wenn ihr kurz schauen würdet. Ich habe kein Interesse an euren Berechnungen. Die Zahlen ändern nichts. Eure Männer haben den Befehl nicht erfüllt. Darum habe ich meine Kunden enttäuscht. Wir brauchen mehr Zeit. Das ist die Entschuldigung eines faulen oder dummen Mannes. Da ist er. Was seid ihr? Weder noch. Das sehe ich anders. Nun sagt mir, was denkt ihr dazu, um euer Problem zu lösen? Diese Waffen werden umgehend benötigt. Ich sehe keine Lösung. Die Männer arbeiten Tag und Nacht. Aber euer Kunde verlangt so viel. Und das Ziel, eine so beschwerliche Route. Wenn ihr doch nur Waffen genauso gut produzieren könntet wie Ausflüchte. Ich habe getan, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann verlangt ihr vielleicht zu viel. Zu viel. Ich gab euch alles. Ohne mich würdet ihr immer noch für ein Almosen Schlangen beschwören. Und alles, was ich verlangte, war, dass ihr meine Befehle erfüllt. Und ihr sagt, ich verlange zu viel. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Friede, Tamir. Ich wollte euch nicht beleidigen. Dann haltet eure Zunge im Zaum. Nein, haltet ein! Einhalten. Ich habe gerade erst begonnen. Nein, haltet ein! Ja, nein! Ihr kommt in meinen Zug, steht vor meinen Männern und wagt es, mich herauszufordern.